Hat sie den Fehler gefunden? Weiß nicht. Ich schau nach. Da ist er. Wie sieht's aus? Das Problem ist eigentlich simpel. Das Leistungsrelais ist ausgefallen. Sie müssen eine Möglichkeit finden, es wieder zu aktivieren. Dort, wo das Lämpchen leuchtet. Ich werde Ihnen die Leiter herunterlassen. Was ist mit dem Leistungsrelais passiert? Heute Morgen um 7 Uhr gab es einen Stromstoß, als die Maschine aktiviert wurde. Um 7 Uhr? Das sind mehrere Stunden, bevor wir überhaupt hier angekommen sind. Nun ja, Zahlen lügen nicht. Okay. Die Konsole hier hat 2 rote Lichter und 1 grünes. Sie müssen den Strom für die beiden Stationen mit den roten Lichtern zurücksetzen, bevor Sie das Relais wieder einschalten können. Beide Stationen befinden sich über der Maschine. Folgen Sie einfach den Kabeln zu den roten Lichtern. Über der Maschine. Der perfekte Ort für einen Reset-Schalter, Will. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Irgendwie hier drüben oben hin. Da ist eine Tür, da müssen wir dann raus. Und dann geht's dann hier hoch, da drauf und da rüber, okay. Der andere Schalter. Okay, der andere ist von hier. Okay, das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Gut, nur noch eins übrig. Alter, das sieht aus. Ich weiß nicht, ob Sie das zweite so erreichen können. Vielleicht müssen Sie runterklettern und auf die andere Seite der Maschine gehen. Megasphäre. Ja, das haben wir schon rausgekriegt. Das haben wir schon rausgekriegt, da muss man irgendwie hier hinten rum. Da muss es irgendwo hochgehen. Jack, das musst du dir ansehen. Was? Ich meine es ernst, Jack. Es ist ziemlich heftig. Was denn? Dr. Emerald scheint davon überzeugt zu sein, dass Paul am Ende der Zeit war. Glaubst du, das stimmt? Kann nicht sein. Sonst wäre es sinnlos, es verhindern zu wollen. Warum? Weil es schon passiert ist. Weil es schon passiert ist. Hey, solltest du nicht Emeril im Auge behalten? Okay, aber zuerst musst du dir die Sachen anschauen, die ich herausgefunden habe. Okay, was ist das alles? Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Ich habe auch ein Video von deinem Bruder gefunden. Es ist auf dem Fernseher. Das willst du sicherlich sehen.
Alles andere habe ich ausgedruckt und auf die Tische dort gelegt. Wir gucken erst mal, was er ausgedruckt hat. Hey, Amy. Was ist das hier? Ich habe Monax Kommunikation über das Radio aufgezeichnet, das mir Beth gegeben hat. Ich habe alle Sachen zusammengestellt, die vielleicht weiterhelfen können. Teilungsbootdokument, okay. Da haben wir ja von sich mal gehört. Gibt es jemanden, dem wir trauen können? Fiona. Sie ist die einzige Kontaktperson, die mir dort geblieben ist. Was ist mit diesem Burke-Typ? Er war Gefangener im selben Transport wie ich. Über sein Urteil wird noch entschieden. Das Rettungsboot. Ja. Dem Monarch-Funk nach zu urteilen, hat Paul Serene das Ding gerade aktiviert. Viel früher, als es eigentlich geplant war. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir weniger Zeit haben als gehofft. Unternehmensphilosophie. Seit 99. Oh Mann, ey. Serenes Originalmanifest für Monarch. Das mussten wir so gut wie auswendig können. Er glaubt wirklich, dass er das Richtige tut. Weil er nicht glaubt, dass der Riss aufgehalten werden kann. Aber da irrt er sich. Und das ganz gewaltig. Zeig mal deinen Laptop. Was ist auf dem Computer? Die Monarch-Dateien, die ich hochgeladen habe. Und die besten Sachen sind noch auf dem Bildschirm. Jagt mich die Stadt immer noch? Ja, und zwar mit allen Mitteln. Es gibt eine ganze Website, auf der mögliche Aufenthaltsorte von Jack Joyce gepostet werden. Ich habe also lauter falsche Fährten gelegt. Willst du mitmachen? Poste, dass ich irgendwo hinten in einem Catering-Van gesehen wurde. Was Besseres fällt dir wohl nicht ein. Aber gut, ich werde es Ihnen mitteilen. Heute ist der, der 28. Februar. Meine Güte, Will. 1999, William Joyce. 1999. Okay. Nach Monaten. Das erste Experiment. Mühseliger Arbeit ist meine Maschine endlich bereit für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein relativer Begriff ist, wenn man es mit der Deformation des Krononfelds und dem Nachbau der Massendichte eines schwarzen Lochs. Naja, okay. Das heißt, zusammengefasst. Ich habe eine Zeitmaschine und sie funktioniert. Ich werde es beweisen. Oder sterben. Okay. Ich muss nur noch einige letzte Vorbereitungen treffen. Wenn ich die Maschine betrete, dann werde ich im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen. Okay. Der Kern ist aktiv. Die Chrononniveaus sind stabil. Ich werde im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen und an derselben Stelle in der Zukunft wieder herauskommen. Diese Uhr ist mit meiner synchronisiert. Also, wenn ich die Maschine dann verlasse, sollte es einen beträchtlichen Zeitunterschied zwischen meiner Uhr und der Uhr in diesem Raum geben. Der Korridor ist arretiert. Okay. Zielzeit steht auf 5 Minuten in der Zukunft für den ersten Test. Zugegeben, in die Vergangenheit zu reisen wäre weitaus eindrucksvoller. Aber ich kann nur so weit in die Vergangenheit reisen, wie der Zeitpunkt, an dem der Kern der Maschine zum ersten Mal aktiviert wurde. Also, jetzt. Okay. Die Maschine ist bereit. Monitor ist stabil. Was ich jetzt tun werde, ändert die gesamte Struktur der Korridor. Ich weiß nicht mehr. Ah.
Kommt da noch was? Nee. Okay. Heute ist der. Heute ist der. Der 28. Februar. 1999, William Joyce. 1 Uhr 28 okay. Morgens. Nach Monaten mühseliger Arbeit ist meine Maschine endlich bereit für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein relativer Begriff ist, wenn man es mit der Deformation des Kronenfelds. Okay. Das ist doch wohl ein Scherz. Was ist das? Das sind meine ganzen Sachen aus unserem Elternhaus. Er hat alles aufbewahrt. Wahrscheinlich dachte er sich schon, dass du zurückkommen wirst. Jack? Alles klar? Ja. Ja. Er ist gerade sehr emotional, muss ich. Also so kommt es zumindest rüber, weil er hat ja doch seinen Bruder verloren. Ja, und den dann so auf dem Foto wiederzusehen, ist schon, ja, da kommen so Erinnerungen dann immer hoch. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das so kennt. Ja, aber doch. Ganz cool. Was ist? Toto. Das ist meine Unterschrift. Das ist von dir? Und ich bin noch nie hier gewesen. Du bist die Frau auf dem Bild, oder? Und... Jack. Ich muss dir was sagen. 1999. Ich war 8 Jahre alt. Und spielte hinter dem Haus, als eine Frau kam und erzählte, sie sei aus der Zukunft. Sie gab mir sehr genaue Details über Ereignisse, die auftreten würden. Sie gab mir das. Voller Daten, Ereignisse, voller Beweise. Jack, diese Frau... Das warst du? Alles, was ich mir selbst erzählt hatte, trat ein. Jedes Detail, ob gut oder schlecht, passierte und konnte nicht verändert werden. Unser Schicksal ist für uns festgelegt, Jack. Alles, was uns hierher brachte, jedes Opfer, das wir erbracht haben. Alles war ein Teil dieses Wegs. Das ist nicht zu ändern. So ist das. Beth. Aber wenn wir diese Zeitmaschine betreten, siehst du es mit eigenen Augen. Aber ist es... Okay. Wenn du dir sicher bist, zu wissen, wie das alles funktioniert, dann können wir es auf deine Art versuchen. So ein... Okay. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Direkt vergessen. Aber ist es eigentlich möglich, wenn man Informationen aus der Zukunft kriegt, was passieren würde? Mal abgesehen jetzt von Wetten und damit mega viel Geld verdienen. Aber... Ist es dann eigentlich möglich, mit diesen Informationen Leute zu manipulieren, dass das nicht eintrifft? Das Notizbuch war voller Anweisungen, Daten und Ereignisse, die stattfinden würden. Ihr ganzes Leben wurde von diesen Seiten bestimmt. Aha. Sie war es. Sie war diejenige, die die halbe Stadt bemalt hat. Mein Gott. Aber coole Bilder. So, da hinten ist so ein Ding, was ich noch nicht einsammeln kann. Das müsste dann im 6 sein. Kann man wohl hochklettern. Erstmal da ein.
Okay, wir gehen wieder rein. Warum musste dein Bruder Wartungsbedienelemente da oben anbringen? Verdammt. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Es wird nicht passieren. Alles klar, alle Lämpchen sind grün. Krass aus. Mega krass. So. Bisschen umtippen. Chrononiveau ist stabil. Die Diagnose gibt keine Fehler aus. Das könnte wirklich klappen. Könnte. Es ist soweit. Sie ist tatsächlich einsatzbereit. Das hat funktioniert. Kommen Sie wieder runter. Okay. Okay, los geht's. Ich gebe das Datum in die Konsole ein. 4. Juli 2010. Bereit? Nein. Du? Nee. Nein. Okay. Dann los. Wir können es uns noch anders überlegen. Komm ich da hin? Ah, okay. Gut. Dann hätten wir hier auch alles. Das ist es. Es gibt kein Zurück. Hey, warte, warte! Was haben Sie getan? Das war die falsche Tür. Sie haben das Datum geändert. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte keine Wahl. Sie durften die Gegenmaßnahme nicht bekommen. Es hätte unseren Plan gefährdet. Ich habe Monarch bereits kontaktiert. Sie sind auf dem Weg. Es ist vorbei. Was haben Sie getan? Oh Gott! Wir brauchen die Gegenmaßnahme für das Rettungsboot. Okay. Ich halte mich an den Plan, fessle sie und verschwinde dann so weit weg wie möglich. Werde ich. Aber pass bitte auf dich auf, Jack. Okay. Okay. Wo sind die hin? Ich frage mich gerade, wenn wir 2010 dann rauskommen, sieht denn die Halle auch anders aus?
Okay. Ihre erste Reise in die Vergangenheit. 2010. Ab hier sind unsere Aufzeichnungen vage. Sie wissen, wie es ausgeht. Ihr Ziel war es, bei Ankunft die Gegenmaßnahme zu holen. Aber mein Ziel musste warten. Denn ich war nicht allein. Was ist hier los? Seit wann hat Will ein Graffiti-Workshop? Im Jahr 2016 war nichts von dem hier. Was ist schon im Safe-Forward? Ich bin's. Hey. Was ist denn passiert? Also dann. Jetzt gibt es kein Zurück. Jack? Dr. Emeril hat mich in die Zukunft geschickt. Ich musste monatelang kämpfen, um einen Weg zurückzufinden. Ich war nicht die Einzige. Er stellte Wills Maschine auf 1999. Den ersten möglichen Ausgangspunkt. Nicht schießen! Alles okay! Ach. Alles okay. Ich bin ein Freund. Wer sind Sie? Ich bin Beth Wilder. Es gibt da was, das Sie wissen müssen. Du bist der Grund für die Gegenmaßnahme. Und seitdem bist du hier. 11 Jahre lang. Warum?
Warum kamst du nicht zurück? Machen wir uns bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Sie hatte sich verändert. Und in ihren Augen war eine gewisse Schwere. Sie verbarg etwas. Das tat sie schon immer. Ich kann nicht mehr. Ich kann verdammt nochmal nicht mehr. Glaube ich, 11 Jahre zu leben. Was, glauben Sie, hat Beth verändert? Sie hatte aufgegeben. Schön, immer noch. Oh. 11 Jahre. Immer neue Kalender. Dezember 99. Dezember 2000, 2001, 2002, 2003. So. Ich dachte, wir können jetzt den Zettel noch umdrehen, was da ist. Ja, wir gucken erstmal hinten ein noch. Gelohnt. Wieso kriegen jetzt viel von den Dingen viel? Pass mal auf, dann machen wir mal Upgrades. Wir haben jetzt. Wie viel haben wir denn jetzt? Kosten 6 Kustos. Wuschen. Das Wuschen ist nicht so mein Ding. Na, wir holen lieber das, komm. Ich werde die Tür entsperren. Also, wo ist Will? Wo ist die Gegenmaßnahme? Die Gegenmaßnahme ist in Williams Labor, da wo er sie gebaut hat. Dann gehen wir dorthin. Ja, das war der Plan. Ich muss das nur öffnen. Ich sollte nach Beth schauen. Aber warum? Meine Sachen sind oben. Wir müssen sie holen. Es gibt so viel, was du nicht weißt. Was du nie gesehen hast. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass du jemals kommen würdest. Ich muss wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann. Ich habe dir mal gesagt, dass unser Schicksal bereits vorgegeben ist. Das glaube ich immer noch. Mehr als jemals zuvor. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was es bedeutet. Dass wir es zu Ende bringen.
Benötigst du etwas Ausrüstung? Nimm dir, was du brauchst. Der Rest fliegt in den Fluss. Zusammen mit all dem anderen Zeug, das ich mitgebracht habe. Das ist etwas übertrieben. Meine Zeit hier ist abgelaufen, Jack. Ich muss meine Anwesenheit auslöschen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Weiter entwickelt der MP. Das neue war aber cool. Freistoß. Wo ist Kaliber-Pistole? Bereit, wenn du es bist, Jack. Die Sniper würde ich eigentlich gern behalten. Okay, wir gucken aber erstmal noch ein bisschen rum. Okay, die Gegenmaßnahme ist in Wills Labor. Wir finden sie und was machen wir dann? Wir bringen sie hierher, setzen die Maschine ein, kehren in die Zukunft zurück. Und dann verwenden wir sie, um den Riss aufzuhalten. Das war immer der Plan. Und das ist immer noch der Plan? Ja. Du bist Paul ins Jahr 1999 gefolgt. Warum ist er so weit zurückgereist? Um Monarch zu erschaffen. Um sich auf das vorzubereiten, was kommen wird. Du hast ihn überwacht? Und er hat mich überwacht. Schrotflinte. Die ist natürlich geil auf kurze Distanz. Noch was? Nee, ne? Als du in die Maschine gegangen bist, wollte ich dir nach, aber ich wusste nicht, wohin sie dich geschickt hatte, wie ich dich finde. Du hast es geschafft. Und nur das zählt. Du hast den Plan befolgt. Was auch immer passiert ist. Wir ändern es. Nein. Wir kriegen das hin. Nein. Wir können es schaffen. Du verstehst es einfach nicht. Es ist nicht zu ändern. Egal, was wir tun, wir kommen immer wieder zum selben Ergebnis. Ich hab's versucht. Wieder und wieder. Ich kann mich nicht zurücklehnen und nichts tun. Du musst loslassen. Jack. Du musst loslassen. Ich hab's gesehen. Das Ende der Zeit. Dort hat sie mich hingeschickt. Ich war dort. Ich kämpfte diesen Kampf mein ganzes Leben lang und ich sah uns versagen. Ich sah, wohin das führt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen können. Sterben wir bei dem Versuch.